Fliegende Blätter, okay. Wird ja langsam etwas hektisch. Jetzt hör mal auf. Wer ist denn hier hektisch? Ich hab Kuchenhunger dank deiner Frau, ja. Das ist hektisch. Und Kaffee duscht. Das ist ja auch Viere. Sagen wir mal eher, es wird interessant, Namenloser. Interessant wird's, ja. Hektik ist, lassen wir uns für was anderes übrig. Ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon so einfach vorbei ist hier. Ah, also wenn wir uns den Trailer angeguckt haben, da gibt es noch ganz andere Figuren, die auf uns zukommen. Nein! Na, hat er den Dreh raus mit ihm hier. Entschuldigung. Oh, gegen Copyright hier. Aber überall diese Fahrzeuge, die hier irgendwo stehen, jetzt ist die Frage, sind die von uns oder sind die von den anderen? Weißt du? Ich muss mal einen Schluck trinken, ich habe ja schon Durst. Eigentlich Kaffeedurst. Dank jemanden. Die meldet sich ja nicht mehr, wa? Ja, genau, Namenloser. Ist in der Küche. Ach so, alles gut. Alles gut. Alles klar, Alexa. Eigentlich sieht es aus wie eine Arena, wa? Als wenn hier gleich irgendwas passiert. Weil. Passiert doch gleich was, sag ich dir jetzt schon. Captain, I found multiple bodies. All ACC insignias. And it looks like fatal gunshot wounds. Our people have been busy. This is stupid. Why deploy light troops this deep into the wilderness? They would have been lucky to survive even if they hadn't been ambushed. You know the ACC. These men were disposable. All they needed was to live long enough to report back at the end of their recon path. They were never expected to return. God damn them. They can't even value their own people. Curious that they were deployed as a squad instead of lone scouts. That's worth noting, isn't it? Not if it didn't help their odds. These grunts would have needed a full platoon to stand a chance. Would have been better to sacrifice one instead of many. We can't all be as independent as you, Lieutenant. Very funny. Now that I think of it, I recall that you put in a request to deploy alone. What about it? It's like I said,
Better to sacrifice just one. A noble sentiment. But the logic doesn't hold up under the circumstances. I think you're aware of that as much as anyone. Aha. Also wir sind sozusagen jetzt am Ende angekommen von dem Ritt, ja? Und jetzt wollen sie, dass wir hier so ein Portal hinschmeißen und zurück in unsere Dings gehen. Das ist natürlich ziemlich cool. Hier ist, guck mal, hier ist so ein Raumschiff gelandet von den anderen. Von den Ganon. Oh, wir sind wieder mal in einem Bug drinne. Alles klar. Nein! Ich bin wieder mal in einen Bug drin gelatscht. Na toll. Ah, ätzend. Ätzend! Nein! Ah. Hier war vorbei. Oh. Jetzt können wir bloß hoffen, dass wir hier so ein Portal hinstellen können. Natürlich nicht. Tolle Wurst, wa? Ey, kannst du das Portal nur nutzen, Namenloser, um entweder in deine Basis zurückzukommen? Ne, eigentlich bloß um deine Basis zurückzukommen. Jetzt hast du eigentlich das Problem, Lubik. Wenn wir jetzt wieder zurückreisen, dann landen wir wieder da. Ja, Glück gehabt, auf jeden Fall, mein Lieber. Sonst hätten wir jetzt wieder ausmachen müssen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was uns das jetzt gebracht hat. Der Marcel, ja, guten Abend, ja, mit Sicherheit, mein Lieber. Einen schönen dritten Advent wünsche ich dir, Hallöchen. Wie geht's dir? Alles gut? Das verstehe ich nicht. Wozu soll man das denn noch alles herstellen? Schaden 5%, Schild 20. Jo, muss und selbst. Ach Marcel, was ist denn immer das für eine Aussage? Was ist denn Jo, muss? Hä? Jo, muss ist nichts. Und selbst, mir ist gut. Alles super. 3 Tage noch, denn ist Jahresende. Passt so, ja, weil in 3 Tagen ist ja Ebbe im Gelände und dann kann man sowieso zu Hause bleiben. Außer, Frau Namenlos, bitte nicht angegriffen fühlen. Bitte, 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 bitte. So, das war das Ding. Das war das Ding? Wo ist denn jetzt denn noch? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Das war für Munition. Das war für Rüstung. Was haben wir noch gehabt? Dann haben wir noch die Küche. Ach, hier, Waffen, genau. Waffen. Waffen und dort war die Küche. Entschuldigung. Nochmal Entschuldigung. Oh, guck mal. Wir können Waffen bauen. Wir können Waffen bauen. Schon gut, bin Kummer gewöhnt. Aha, ist ja gut, Mensch. Das hast du jetzt gesagt. Taschenlampe. Was haben wir hier Schönes? Feuert gleichzeitig 3 durchschlagende Kugeln ab, die nach kurzer Verzögerung explodieren.
Der Asagai kombiniert die Einfachheit alter Waffenprinzipien mit der Tödlichkeit moderner Technologie. Dieses Modell ist für den Einsatz von Bolzen ausgerüstet, die nach einer kurzen Verzögerung explodieren und Feinde erledigen, die den ersten Treffer überleben. Na, dann bauen wir den nochmal, oder? Dieses Jahr ist alles. Ja, ist es. Marcel, das ist gut, dass du die drei Pünktchen drin machst, weil ganz dolle vorsichtig sein, war. War neue Twitch-Regeln. Ganze Thema Beleidigung und etc. pp. Das wird sehr, sehr schwierig im Moment bei Twitch, mein Lieber. Aber ist okay, alles okay. Wie geht's euch beiden? Also weit geht's dem wenig gut, außer dass die liebe Frau namenlos bis Ende des Jahres arbeiten muss. So, jetzt müssen wir natürlich langsam ein bisschen aufpassen, was wir hier für ein Kram halt drin haben, wa? Ja, die Arme ist leider im... Yeah. Wie viel Schuss? 1913? Aha, hier ist jetzt die großkalibrige Munition drin. Den werden wir nochmal nachlegen hier. Die liebe Frau, die muss... Die ist im Lebensmittelhandel. Marcel. Und daher ist sie eine von denen, die durchziehen muss. So. Achso, wir können ja mal gucken. Inventar, Mission. Spüre Walkers Team auf. Aktuelle Aufgabe. Baue einen Geschützturm zur Verteidigung. Ha, haben wir das schon erledigt. Marcel, wie geht's dir sonst so? Also, ja, hast ja gesagt, geht so, aber sonst noch irgendwas Schönes? Oder nicht so Schönes, wie auch immer. Oh, wir müssten mal einen Happen essen, sehe ich gerade. Muss jetzt für Englischarbeit für morgen üben. Eieiei. Die größte Qual, die es überhaupt gibt, Englisch. Ja, alles Beste in Schule, Leute. Familie geht's gut. Kann mich nicht beschweren. Das ist schön, Marcel. Das freut mich zu hören, ganz ehrlich. Ich drehe mich vielleicht doch einfach mal zu euch. Was haltet dann davon? Hallo, Marcel. Die Frage ist jetzt, wo soll ich den hinbauen, wa? Wo soll ich den hinbauen? Guck mal, du kannst immer wieder abbauen, alles. Die Steine und das alles.
Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich hab noch die Woche bis Mittwoch und dann sieht die Welt da anders aus. Wo soll ich denn den Geschützturm hinbauen? Kann mir das mal einer erzählen? Oh, hier, ACC. Marcel, kannst du gleich Englisch lernen jetzt hier? Hey, eyes open. Got movement on your left. I see it. Another feral. Goddamn animals are everywhere. Hold your fire. That one's not interested. This time, sure, but how long you think our luck will last? Can't believe the commander sent as many men to some backwater alien planet. Just be glad we're not Fireteam Charlie. You hear how they went missing in some cavern? Yeah, fourth patrol we lost this month. Thank God we didn't get assigned to that quadrant. The hell do they expect us to find? I mean, they've spent the last 2 weeks putting together the drill rig, right? So it's gotta be something underground. That kind of works for civilians. I didn't sign up to be a frickin' miner. You didn't sign up to waste your breath complaining either. So shut it, and stay sharp. You seeing more ferals? No, it's something else. I've got a feeling we're not alone out here. Der ist im Rettungsdienst. Eieiei, na dann hat der ja sowieso immer voll zu tun. Bist du nicht auch irgendwie bei der Feuerwehr, Marcel? Ach du Heile, nicht so viel auf einmal. Deswegen habe ich ja den deutschen Text dazu, der nietet. Seien Sie einfach froh, dass wir nicht Fireteam Charlie sind. Haben Sie davon gehört, dass Sie in einer Höhle verschwunden sind? Ja, die vierte Patrouille, die wir diesen Monat verloren haben, Gott sei Dank, wurden wir diesem Quadranten nicht zugeordnet. Was zur Hölle erwarten Sie, dass wir finden? Ah, geht nur weiter. Ich meine, Sie haben die letzten 2 Wochen damit verbracht, das Bohrgerät zusammenzubauen, oder? Es muss also etwas im Untergrund sein. Das ist Arbeit für Zivilisten. Ich habe mich nicht als Minenarbeiter verpflichtet. Sie haben sich auch nicht verpflichtet, um ihren Atem zu verschwenden. Oh, klare Ansage, klare Ansage. Sie haben sich auch nicht verpflichtet, ihren Atem zu verschwenden. Also halten Sie die Klappe und bleiben Sie wachsam. Sehen Sie mehr Ferals? Nein, es ist etwas anderes. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht allein hier draußen sind. Lull. Tja, der Turm steht da. Aber jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Das muss doch irgendwo stehen. Na? Diese seltsame Apparatur könnte sich als nützlich erweisen. Sie scheint eine unsichtbare Kraft auszustrahlen, die ein Kribbeln. Aha. Wie ein Kribbeln, ja, ist ja schön. Hier kann ich jetzt gerade nicht runterscrollen. Schade eigentlich. Okay. Gut, okay. Na, wir haben ja Bau einen Geschützturm zur Verteidigung. Haben wir. Nee, hab aber vor, in die Feuerwehr mal zu gehen. Ah, das ist schön, Marcel. Finde ich cool. So, werd mal für Englisch lernen. Hilft alles nicht. Falls wir uns nicht mehr hören, sollten eine schöne Woche. Marcel, vielen lieben Dank dafür. Ich drück dir die Daumen mit deinem Englisch. Und schau einfach mal rum, wenn du willst. Ha? Sind bestimmt hin und wieder öfters mal da. Dankeschön. Lern nicht so dolle, wa? Ist nicht gut für den Kopf. Nee, doch, ist wichtig. Du kennst meine Einstellung zu dem Ganzen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier raus und gucken, was passiert, oder? Zur linken Seite.
Irgendwas muss hier sein auf der linken Seite. Ist jetzt alles so, wie es vorher war? Oder meinen sie das Ding da? Wozu ist dieser Schützturm da? Ich habe jetzt gerade keine Lust, hier die ganzen Steine abzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte man machen, um Material jetzt wieder eine Runde zu horten, aber... Oh, es lebt noch. Sind wir doch hergekommen, oder? Ja, das ist doch die andere Seite. Was sind das für Tiere immer hier? Ah, finde ich gut bei Marcel, der ist immer freundlich. Bauer ein Geschützturm. Der ist Jans. Er ist auch Jans. Mal unter Konstruktion gucken. Oh, 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 guck mal, es wird dazu gekommen. Da ist was dazu. Geschützturm. Verfügbar. Haha. Update, Lieutenant. While you were dancing around with ferals, our techs were figuring out what it was that brought down your pod. Oh yeah? Enlighten me. It seems that an electromagnetic barrier is being projected from a local site. Obviously, it's strong enough to disable military-grade hardware, given your equipment failure. The ACC weren't taking chances with intruders. As a matter of fact, there's a catch. The energy projections don't match known ACC profiles. Are you implying that it's naturally occurring? I'm implying that it was made by someone with FCR know-how. Wait, Walker's team? Why would they activate their distress beacon, then try to stop us from landing? They had to be counting on help to arrive. Your guess is as good as mine. Just focus on finding the missing team for now. We'll let you know if the techs have any breakthroughs. All right. Lieutenant, you've got more ferals on the way. Aha. Was hab ich denn hier für eine blöde Waffe?
Oh. Aha. So funktioniert also. Oh, wir sind noch nicht fertig. Oh. Fire, Lieutenant. As expensive as they are, those quick fab structures aren't resilient. Keep collateral damage to a minimum. Man, you're such a buzzkill. Say again, Lieutenant? Nothing, ma'am. Moving to secure the area. $3,500 von $3,500. Warum ist denn der... Wieso hält denn der den Kopf nach unten hier? Oh, Rainmaker MK1, was denn datten? Demolisha MK1. Eine massive Schienenkanone, die genug Kraft liefert, um die dickste Rüstung zu durchschlagen. Eine Plattform mit indirektem Feuer, die über ein Dutzend M27-Paketen in einer einzigen Salve abfeuern kann. Jawoll! Interesting! Perje die Dinger! Da bauen wir gleich noch einen. Fehlende Ressource, lull. Was fehlt denn? Steine. Okay. Na gut, dann legen wir erstmal damit. Kennt ihr gerne zwei so eine Schütztürme hier und zwei von den Dingern? Also die Waffe weiß ich noch nicht, ob ich mich damit anfreunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Showing multiple enemies closing in. Ready yourself for an attack. Hallo. Warum hat denn der nach oben geschossen? Sind die von oben runtergefallen? Sind die blöd? Ach, der schießt auf die...
Auf die Hummeln. Was auch immer. Hallo, komm ich hier mal zu irgendwas? Ich würde ganz gerne mal kurz reparieren wollen, nicht? Target's down. For the time being, at least. That last wave seemed more robust. Aha, Mission aktualisiert. You better figure out where they're coming from. Presuming I can do something about it. So sieht es nämlich aus, namenloser. Ich brauche da noch ein bisschen was. Aber jetzt müssen wir erstmal reparieren. Wo ist denn hier die Anzeige?